aber das erste Mal bewusst in Italien war ich speziell in Florenz 1969, mal mit Baselitz. Und da hat mir das sehr gut gefallen, das hat mich dann sehr begeistert. Und das Jahr drauf, 1970, bekam ich dann das Stipendium für die Villa Romana und habe ich dann ein Jahr in Florenz gelebt. Und da hat sich dann eben eine Liebe entwickelt, die bis heute gehalten hat. Und also auch die Sehnsucht, dazu zu gehören, da zu leben. Ich habe dann 2 Jahre in Mailand gelebt später und habe dann dieses Haus relativ früh erwerben können. Wollte das eigentlich nicht. Ich habe mich immer hier auf dem Wege nach Sizilien empfunden. Mein Großvater ist Sizilianer und ich wollte eigentlich immer in das Land der Väter nach Sizilien. Aber irgendwann bin ich dann hier am Rande der armen Leute Toskana zum Tor nach Umbrien hängen geblieben. Und ich möchte es jetzt nicht mehr missen. Das stellt so eine Art, wie soll ich sagen, Arkadien dar. Also eine Art von Glück.